cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu eurem Gottesdienst. Für heute habe ich nur einen einzigen Wunsch. Ich wünsche mir, dass alle Mitarbeiter des Himmelstürmer-Teams bei mir sind, alle wiedersehen. Das wäre ein Traum. Hallo. Hallo. Kuckuck. Hier bin ich. Himmelstürmer? Könnt ihr mich sehen? Hallo. Ja, genau. Hier bin ich. Ihr dachtet wohl, ich bin verschwunden. Das haben die Jünger von Jesus damals auch gedacht, dass er einfach verschwunden ist. Denn das Grab war leer. Gott sei Dank ist Jesus wieder auferstanden. Richtig cooler Jesus. Vor 5 Wochen haben wir das gefeiert. Wir haben gefeiert, dass Jesus für all unsere Fehler gestorben ist und wieder auferstanden ist. Deshalb war das Grab leer. Jesus ist nicht einfach verschwunden. Er ist auferstanden. Das ist ein großer Unterschied. Stell dir mal vor, du legst dich abends in dein Bett, deine Eltern sagen dir gute Nacht und am nächsten Morgen ist dein Bett leer. Was ist passiert? Fragen sich deine Eltern. Ist unser Kind etwa verschwunden? Nein, du bist ja gar nicht verschwunden. Du bist aufgestanden. Und weil du aufgestanden bist und nicht in deinem Bett liegen geblieben bist, können deine Eltern jetzt Zeit mit dir verbringen. Genauso ist das auch mit Jesus. Weil er nicht im Grab liegen geblieben ist, sondern auferstanden ist, können wir Zeit mit ihm verbringen. Deshalb ist Ostern so eine coole Zeit. Und wisst ihr was? In wenigen Tagen, am Donnerstag, feiern wir schon wieder Himmelfahrt. Erinnert mich an Himmelstürmer. Ja, so war das damals. Jesus ist einfach auferstanden. Oh, ich glaube, da kommt jemand. Easy, was machst du denn hier? Hallo. Hi, Anja. Das ist aber schön, dich hier zu sehen. Du sag mal, kannst du den Kids nicht erklären, was Himmelfahrt ist? Na klar, super gerne. Das war so. Nachdem Jesus auferstanden ist, hat er noch 40 Tage lang mit seinen Jüngern Zeit verbracht. Sie wussten jetzt, dass er lebt. Und dann war es Zeit für Jesus zu gehen, zurück zu seinem Vater im Himmel. Jesus nahm die Jünger mit zum Ölberg, das ist ein Hügel in Jerusalem. Und es ist übrigens der Hügel, wo Jesus kurz vor seiner Kreuzigung von den Soldaten gefangen genommen wurde. Nur dieses Mal befindet sich Jesus mit seinen Jüngern nicht am Fuße des Berges, sondern auf dem Berg. Und dann sagte Jesus, Gott wird euch seinen Geist schenken. Und mit seinem Geist habt ihr die Kraft, um euren Freunden und allen anderen Menschen von all dem zu erzählen, was ich für sie getan habe. Und dann kam der obergeniale Moment. Jesus wurde in den Himmel gehoben und von einer Wolke eingehüllt. Boah, wirklich obergenial. Zack, war Jesus oben im Himmel, einfach weg. Na gut. Er war ja nicht wirklich weg. Da war ja noch was mit Kraft und Heiliger Geist. Ich glaube, darüber reden wir in 2 Wochen nochmal. Hey, schau mal, wer da kommt. Hey, das ist doch Ralf. Cool. Hallo Ralf. Schön, dich zu sehen. Hallo Isi. Hallo Anja. Voll schön, dass du hier bist, Ralf. Isi und ich reden gerade über Himmelfahrt. Magst du uns und den Kids mal den Text aus der Bibel vorlesen? Ja, den Text lese ich gerne. Und dann sagte Jesus, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, überall von mir zu erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, und Samarien und überall sonst auf der Welt,
selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen hoch in den Himmel gehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Das ist ja interessant, dass uns der Heilige Geist Kraft schenkt. Davon will ich unbedingt mehr wissen. Ach, guck mal, der Laurenz ist auch hier. Hey Leute, schön euch mal wiederzusehen. Jetzt sind wir aber neugierig. Wie ist es dir denn in letzter Zeit so ergangen? Ja, also in letzter Zeit geht's mir eigentlich wieder echt gut. Ich genieße das voll, draußen zu sein in letzter Zeit, zumindest wenn das Wetter gut ist. Das habe ich sonst eigentlich nie so gemacht. Und ich gehe jetzt auch wieder früher ins Bett und dann habe ich immer so ein bisschen Zeit nachzudenken. Und worüber ich letzte Nacht nachgedacht habe, was auch für die Himmelsstürmer sehr interessant ist, wir wissen ja all diese Dinge über Gott, all diese Eigenschaften, was er ist, dass er uns liebt, dass er allwissend ist, dass er allgegenwärtig ist und diese ganzen Dinge. Und ich glaube, da wäre es ganz gut, wenn man mal darüber nachdenkt, was es denn jetzt bedeutet, dass Gott all diese Dinge ist. Also, wenn er allgegenwärtig ist, was bedeutet das für mein Leben? Dann müsste das ja heißen, dass ich nie einsam bin. Oder wenn er immer treu ist, was heißt das? Und da könnt ihr vielleicht ja einfach mal drüber nachdenken. Ihr kennt ja diese ganzen Dinge, die Gott ist. Was bedeutet das für mein Leben? Über Gott nachdenken finde ich richtig gut. Das hat mir schon oft geholfen. Vielen Dank für diesen genialen Tipp, Laurenz. Hallo zusammen. Ahmed, wie schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Geht's ganz gut. Zurzeit muss ich sehr viel arbeiten. Katja ist schwanger und bekommt bald das Baby. Wir freuen uns richtig darauf. Ja, gut, Leute, ich muss wieder los. Boah, der Ahmed ist ja voll der Superheld. Immer auf Achse. Hey, guck mal, wer da kommt. Da ist ja Jörg. Hallo, ihr Lieben. Mensch Jörg, voll cool, dass du da bist. Du, wir reden hier gerade über Himmelfahrt. Was denkst du denn darüber? Christi Himmelfahrt, Vatertag. Das ist etwas ganz Besonderes. Gerade auch für mich, weil ich keinen Vater hatte. Jesus ist da zu seinem Vater gegangen in den Himmel. Und wenn ich an den Christi Himmelfahrt denke, dann erinnert mich das daran, auch zum Vater zu gehen oder zum Vater zu schauen und einfach mit dem Vater zu sein. Und das ist etwas ganz Kostbares. Und deswegen feiere ich diesen Tag. Hi zusammen! Ich segne euch mit Jesaja 43. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen geliebten Sohn wieder zurück zu dir holen konntest. Und ich setze das Bewusstsein frei wieder neu, dass unsere Augen auf deinen Sohn, auf dich, Jesus, schau. Und damit segne ich euch Himmelsstürmer, dass ihr eure Augen, mit euren Augen und eurem Herzen den Himmel bestürmt. Ich setze über euch frei einen neuen, einen tieferen Herzensglauben und dass ihr damit den Himmel bestürmt, euch alles zu geben, was er euch schenken möchte. Ich segne euch mit der Kraft des Heiligen Geistes, wirklich Zeugen zu sein. Und ich setze das frei, dieses Geheimnis, dass in dem Wort Gottes
wir nur satt werden können. Vater, ich danke dir für das, was du tun wirst, Herr. Ich danke dir für Zeichen und Wunder. Wecke diesen neuen Hunger und Durst nach Nähe und Zeit mit dir durch deinen Geist. Danke, dass dein Geist wirklich unser Helfer ist, unser Tröster ist und uns wirklich in alle Wahrheit führst. Danke, Herr, dass du jedes einzelne Himmelsstürmerkind damit segnest. Im Namen Jesus. Amen.